heißen Sie herzlich willkommen. Von uns kriegen Sie alle nötigen Informationen. Und Manni Breukmann an den Mikrofon. Bist du der Einzige morgen auf Thomas Geburtstag oder was? Nee, nee. Wer kommt noch dahin? Der Mike noch. Also weil du mit der Dritte da kommen? Nee, Familie und so auch noch. Aber halt nur am Anfang, ne? Dennis kommt auch mit. Dennis kommt auch noch mit. Christoph auch? Nee. Ey, ja, ihr könnt doch euren besten Mann nicht weglassen, Mama. Ja, lassen die auch noch den besten Mann weg, Alter. Ich fass es nicht. Habe ich dir schon mal gesagt, dass Schottland hasse? Ich glaube noch nicht. Warum? Sollen wir nicht die Mannschaften tauschen? Nee. Sollen wir nicht. Warum nicht? Warum denn? Ich komme mit Frankreich besser klar. Da muss ich mich nicht so anstrengen. Du brauchst dich sowieso nicht also anstrengen. Warum? Die Schotten laufen mit Rücken rum. Glaubst du, die strengen sich an? Na, mach Anschluss. Das war das 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Und da versucht er, den Ball zu bekommen. Da habe ich mal ein tolles Zusammenspiel gehabt, wa? Mhm. Schön um deine Spieler herum. Und jetzt habe ich hier den Ivan. Sehr schöner Pass. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Hast du das gesehen? So halbwegs. Meine beiden Spieler haben sich gegenseitig gestört und der eine ist auf die Fresse geflogen. Warum tun die das? Ja, ich weiß es nicht. Weil wir so durch sind. Ah, hab ich gut geklärt, wa? Mhm. Wie geht, was war das denn? Präzisen Abwehraktion. Ich hatte den Mann anspielt, nein, er spielt einfach gerade aus. Was war das denn? Der verliert einfach den Ball. Ich dachte, der schießt hier im Moment. Was ist denn das gesehen? Ich hatte sogar nur den Ball. Hast du das nie gesehen, Alter? Dein Spieler hatte den Ball? Und dann wollte ich mal den Ball holen und meiner fliegt voll auf die Fresse, hast du das nie gesehen. Voll geile Aktion, ey. Ah, passt so nicht, lass so die Zeit, ey. Ist gut, wenn man nicht passt, dann kommt sowas dabei raus. Ja, sowas. Mhm. Genau sowas! Sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Das würdest du jetzt gerne wissen, ne? Ja, würde ich auch gerne. So sieht ein Pass aus. Und das sieht nach einer guten Torchance. Achtung! Gehalten zunächst. Wenn sie jetzt noch ein bisschen schneller kombinieren, dann... Ja, genau. Wofür denn, Alter? Wofür? Wofür, Alter, ehrlich? Verdammt. Eigentlich ist Sini Zidane, der immer so rüber geschossen hat. Aber den gibt's nicht mehr, den Spieler. Bon anniversaire. Ein wunderschönes Zuspiel. Voll
unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Das ist kein Instinkt, der ist teilweise können. Teilweise Glück. Da sehen wir's. Oder nur Glück. Hatten. Jetzt könnte es gefährlich werden. Müsste er, ja, tut er auch, aber da ist keiner. Zimmer. Das muss es sein. Guck mal hin. Benzema. Ein Tor. Er scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Einwurf jetzt. Deiner steht da wenigstens noch. Meiner passt nicht und sieht seelenruhig zu, wie man ihm den Ball wegnimmt. Raus auf den Flügel. Und schwenkt ja noch mal. Der könnte passen. Warum auch? Willst du mir den Ball abnehmen? Ah, nee, heute nicht. Das ist mich behindert beim Schießen. Ne? Sie haben eben viele technisch gute. Wohin denn? Doch nicht dahin. Ja, so kann das doch nichts werden, Leute. Genau an. Situation wurde geklärt. Ja. Na, Lauf gegen den Spieler, ganz toll, ey. Der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen. Aber meiner hingeplant hat, weiß ich auch nicht. Ich habe einfach nur ein bisschen gedrückt. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. Anstatt den freien Spieler da in der Mitte genau anzuspielen. Nein, der muss natürlich da hinten hinspielen, oder was? Das ist so jung, Alter. Ich hab schon gar keinen Bock mehr, ehrlich. Anschließend den Ball abgewehrt. Alles richtig gemacht. Gut abgefangen hat er da den Ball. Jetzt hat er den ersten abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2-0. Also gerade, ich spiele den Pass dahin, weißt du, gerade wenn ich kontern will, weißt du. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Das war zu genau, dass der Verteidiger sofort profitiert. Können Sie jetzt einen Konter draus machen? Sie springen extra da so schön rein, weißt du, mit dem einen da. Ich denke, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Ist der Gegner. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Wow! Hast du das gesehen, Alter? Der hat einen eingehalten, ey. Mhm.
Zweikampfverhalten. Jau! Du bist es, ey. Aggressives Tackling. Entscheidet Vorteil. Was war das denn jetzt? Nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher. Glück. Unfassbar. Gegnerische Abwehr austanzt. Stephen Fletcher jetzt ganz allein. Oh, das war mit viel Risiko. Prima Balleroberung. Jetzt muss es aber abgehen. Das macht er richtig gut. Ach, der läuft gar nicht mit, das ist gut. Und den holt er sich locker. Ja, da profitiert er vom Gut. Drückt nach vorne, wo steht der hin? Ich hab so gedrückt, weißt du, und der schießt nach da. Voll behindert, ehrlich. Ein Pass vom Feinsten. Ja, wie gesehen, der war richtig fein. Meine Herren, du, ey. Schieß den doch weg, ey. Oh. Guck mal, bei dir brauchst du nur eine Beinbewegung, hast du den Ball, weißt du? Bei mir, ich krieg wie so ein Verrückten hier drauf, Alter. Stark gemacht. Spieler warten auf die Ecke. Ja, so geht's auch. Kompromisslos, sauber geklärt. Aber wer hat den Ball? Der Gegner. Ball im Aus. Und das sieht hier ganz einfach aus, wie er da am Verteidiger vorbeizieht. Was für ein Auto, was für ein genialer Pass. Ja, da sagt der Abwehrspieler, in solchen Flankenball. So sieht sie aus. Und die Abwehr aufmerksam. Es muss einen Wurf geben. Ja, hat er sich exzellent durchgesetzt. Schön, wie er das wieder ausgebügelt hat. Der geht jetzt aus, ins Tor aus. Ja, ja. Nur Abstoß. Ein wunderschönes Zuspiel. Sauber geklärt. Yes.
Schiedsrichter beendet die Partie. Kann nicht wahr sein. Kann man den versammeln? Dieses Resultat. So eine Verlängerung und dann hat er ihn. Das ist keine Frage, das war extrem dominant. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Beugmann. Bis bald. Tschüss. Außer dann.